Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, so wir haben hier, genau, was hatten wir? Besorge Ladungsverzeichnis von der Triere des Kults. Genau, wir haben ja, eine Gerberei gefunden, die, Krokodile ausnimmt, tötet, ausnimmt, schlachtet, den die Haut abzieht, keine Ahnung, mumifiziert auf jeden Fall, und das ist halt nicht so schön, also da freuen sie sich hier nicht gerade drüber, weil wegen Gottheit und heilig und all so eine Klamotten, und wir müssen jetzt gucken, ja, wer das ist. Nö. Und wem ich frisst ein Krokodil jetzt hier? Da haben wir nämlich so gar keinen Bock drauf. Boah, das ist noch so weit. Ja, komm, ja, keinen Schritt zu weit, ey. Böse. 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 Shit. Shit, 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 shit. Senu? Toller war ich da schon. Was? Wir brauchen ein Schiff, Senu. Oh. Lass mal mein Pferd da stehen. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja, besser ist das, ne? Spreng dich um! Bist du? Du schwimmst dir nicht weg! Ah, ich denke, wegschwimmen ist jetzt mal gerade ganz gut gefragt. Kommen wir nicht näher? Na gut, das hat ja erstmal gereicht. Ach, da ist. Was ist das da? Das sind Wachen. Na gut, hinkomme ich auf jeden Fall. Komm, ich brauche ein Boot, ey. Das dauert mir viel zu lange. Welches klaue ich? Das da. Ich reiß dir die Eingeweide raus! Mein Gott, geh weg. Geh weg jetzt. Geh vom Schiff runter. Ja, was soll ich dazu sagen? Du wolltest ja nicht hören. Ich wollte ja nur, dass du von dem Schiff runtergehst. Keine Wache. Nur die mit den bunten Segeln sind Wachen. Irgendwas hat uns entdeckt. Oh, Nilpferd. Na, ziemlich aggressiv, die Viecher, ne? Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Diese Kuh. Nur
Oh. Du Wurm. Hier entkommt keiner. Komm raus. Na los. So war das jetzt nicht geplant. So wirst du mir nicht entkommen. Hey. Wer sich mit uns anlegen will, wird sich ganz schön umgucken. Hey, Wurm. Ja, ganz toll. Ist er das? Hier ist Ärger! Du Bastard! Ich hab das Ziel in Sicht! Alarm! Hier drüben! Na. Den treffe ich! Na, tust du nicht. Ach, was habe ich die Schnauze voll. So, diese Fracht soll zum Lager an der gestrandeten Triere geliefert werden. Lagert sie bis auf weiteres ins Zelt des Kapitäns, öffnet oder bewegt das Paket nicht ohne Erlaubnis. Ihr erhaltet die Bezahlung nur, wenn sie diese Regel einhaltet. Okay. Das Ladungsverzeichnis. Die Fracht ist unterwegs zum Lager an der gestrandeten Triere im Westen. Mehr Beweise für die Zusammenarbeit mit Ptolemäus-Soldaten. Geld, Macht, Korruption. Immer das Gleiche. Ich muss in dieses Lager und mehr herausfinden. Also das kriegen wir so einfach hin? Oh. Das ist das gesuchte Lager. Die Informationen, die ich brauche, sind wohl im Zelt des Hauptmanns. Hm. Okay, wir kennen ja Saya. Die kann er ja nicht durchgehen, ohne Theater zu veranstalten. Da ist niemand. Das sieht auch aus, als wenn da niemand wäre. Da ist jemand. Oh, schnell. Nein! Oh, scheiße. Oh. Da. Das war jetzt zwar nicht gerade leise, aber egal. Sind die alle am Heier machen oder was? Hier ist keine Sau. Doch, da vorne, da ist einer. Ich kann von hinten rein. Ich begreife nicht, warum wir uns mit diesen Kerlen abgeben. Hast du die Kisten mit Gold im Zelt des Hauptmanns gesehen? Wenn die nicht mal ein verdammt guter Grund sind. Oh. Was? Die kommen von den Sobek-Priestern? Dann will ich nichts gesagt haben. Ich bewache ihren Tempel jederzeit. Haha, du Hure! Die Zahl ihrer Hilfsgesuche steigt allerdings weiter. Ich glaube nicht, dass das dem Hauptmann schmeckt. Scheiße, das krieg ich nicht hin. Hey! Nein! Ich sammle die Kompassdüder! Das war's! Stirb! Stirb, du Bastard! Ach Mann! Ich kann nicht den. Ey, bitte! Hallo? Oh. Nein, lass das. Nein! Fuck! Oh. Stirb, du Wurm! Oh, fuck, ey. Ich war so gut. Was? Helft dem
Weg. Sofort. Ich hab geschlichen, alles habe ich getan. Liebe Götter, das war mir zu knapp. Adelphos, Ärger hier! Ganz schön knapp. Wir gehen hier beide raus. Oh. Alarm! Angriff! Das wird doch so nicht. Zu mir, Brüder! Kein schwerer Schuss. Mein Gott. Hab die Schnauze voll. Einmal will man irgendwie was machen und dann wird einem das sofort durchkreuzt. Hier, komm her, du kleine Sau. Oh, noch einer? Echt jetzt? Wow. Das war nicht meine Bombe. So, manchmal habe ich ein bisschen Stress gemacht, aber egal. Dann gucken wir mal. Kisten voller Schätze. Dieser verdorbene Plan läuft schon eine Weile. Jetzt konnte ich das nicht lesen. Mein Vogel hat keine Tollwut. Ich schlitze dich auf. Wo bist du denn? Ach, da. Kann man das Feuer nicht irgendwie kaputt machen? Nee. Kann mich nur beeilen. So, mit großen Scholz kann ich da. Sobex. Oh, Entschuldigung. Ah, scheiße, jetzt sag das nicht normal. Okay, hier ist die gewohnte Bezahlung anschließend des Zuschlags. Wie du siehst, erfülle ich deine Forderung. Ich kann das Unternehmen, von dem wir beide profitieren, nicht weiterführen, wenn ich mich nicht auf das Stillschweigen deiner Männer verlassen kann. Ich bezahle sie für Taten, nicht fürs Fragenstellen. Ihre belanglosen Gewissen sind nicht größer als der Wille Sobex. Ich bin die Hand des Gottes. Wenn du mich in Frage stellst, stellst du ihn in Frage. Ich erachte diese Angelegenheit hiermit als erledigte Debatte. In Zukunft keine derartigen Probleme mehr. Sehetep. Sehetep. Korrespondenz zwischen dem Hauptmann und Sehetep. Ich sollte Padiaset von Sehetep erzählen. Das wird ihm nicht gefallen. Aber wer ist Sehetep? Boah. Ach, guck mal, wo wir jetzt schon wieder sind. Das. Ah, Sehetep. Mhm. 7 Bauern? Wo bin ich denn jetzt eigentlich schon wieder hier? Ah. Ah ja. Ha. Ja, ich würde gerne das da erstmal annehmen. Der hat überhaupt nichts mitgekriegt, der Typ. Also seitdem die hier ein neues Update durchgeladen haben, es ist nur noch am Stocken, das Spiel. Wow. Was haben wir denn da? Ein Baum. Hm. Hat gerade meine Aufmerksamkeit erregt, aber war wohl doch nichts Wichtiges. Wow. Spring! Oh, Koller.
Eremitenversteck. Oh. Was fliegt denn da oben in der Luft? Wow. Ja, das war klar, dass das Pferd das nicht schafft. Ich hatte es gehofft. Brennende Leichen. Das ist Blasphemie. Wer war das? Hey, warum verbrennst du die Toten? Fürchtest du die Götter nicht? Ihre Seelen werden doch verflucht. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine andere Wahl. Die Götter selbst haben uns die Pestilenz geschickt. Die Toten müssen verbrannt werden, um uns zu schützen. Welche Pestilenz? Gibt es eine Seuche? Ehrlich, ich weiß es nicht. Ältere werden plötzlich krank. Kinder halten sich den Bauch vor Schmerzen und sterben, während ihre Eltern hilflos zusehen. Es ist fürchterlich. Das wäre selbst für den zornigsten Gott zu grausam. Niemand kümmert sich um uns. Wir freuen uns über jede Hilfe. Im Fayum sind die Armen keinen Pfifferling wert. Untersuche die seltsame Krankheit. Was muss ich dafür machen? Achso. Ja, ist ja gut. Ich nehme dich mit. Steig auf, Mädel. Steig auf. Ja, dann nicht, ey. Dann nicht. Meine Kinder, ich weiß, ihr seid hungrig. Wendet euch an Sobek und er wird euch ernähren. Ein weiterer toter Bauer, dessen Familie nun das Land verliert. Früher waren sie in der Armküche auf dem Markt. Aber die Soldaten haben sie vertrieben. Die Händler sagten, sie wären schlecht fürs Geschäft. Die Schüsseln sind eklig. Was haben die Leute gegessen? Irgendwo müssen sie Nahrung lagern. Ich sollte mich mal umsehen. An der Leiche sind keine Hinweise auf eine Seuche. Ich kenne mich damit nicht gut. Sobek hat einen Weg gefunden. Nicht gut genug aus. Das Essen ist einfach, aber es sättigt. Esst es mit Dankbarkeit und vertraut auf den mit den spitzen Zähnen. In diesen Gefäßen sind starke Gewürze. Das Essen ist ranzig. Es riecht wie Scheiße. Kein Mensch sollte das essen. Das ist nicht mal gut genug für Ratten, geschweige denn Menschen. Die Gewürze dienen nicht dem Geschmack. Sie überdecken nur den Gestank. Ich werde mit dem Koch reden müssen. Der Herr des Wassers mag eure Seelen nehmen. Doch wir werden alle in die Gefilde der Binsen eingehen. Der Dauernde... Erzähl mir was über dein Essen. Wo kommt es her? Ein Händler stellt es für die Armen bereit. Es ist nicht viel, aber wenigstens etwas. Wir sind dankbar. Du kannst es gern probieren. Nee, danke. Bei den Göttern nein. Ich weiß nicht, wie du das runterkriegst. Ich will mit dem Händler reden. Wo finde ich ihn? Sein Haus liegt südlich des Marktes. Ich führe dich hin. Dann lass uns den Händler aufsuchen. Ich folge dir. Möge Sobek dich für deine Hilfe belohnen. Ja, los, Mädel, gib Gas. Es gibt viele florierende Höfe hier. Es scheint doch alles gut zu laufen. Warum gibt es so viel Arme? Ah ja, griechische Höfe. Sie zahlen niedrige Steuern, deshalb florieren sie. Und die ägyptischen Bauern werden nach und nach von ihrem Land verdrängt. Was geschieht mit dem Land, wenn die Bauern gehen? Wenn der Besitzer stirbt, ist das Land nach dem Gesetz frei. Ist es gutes Land, holen es sich die Griechen. Schlechtes Land holt sich die Wüste. Na, da haben wir doch schon mal ein Wenn der Besitzer Motiv. Stirbt, ist das Land nach dem Gesetz frei. Ist es gutes... Wenn der Besitzer stirbt, ist das Land nach dem Gesetz frei. Ist es gutes Land, holen es sich die Griechen. Schlechtes Land holt sich die Wüste. Egal wie, die Ägypter müssen hungern. Viele enden in den Armenvierteln.
Aber wohin denn noch, ey? Aber da haben wir doch schon mal ein Motiv. Die wollen die Armen vertreiben, so sterben lassen, dann fällt denen das Land in die Hände. Das ist das Haus des Händlers, der uns zu essen gibt. Selbst die Katzen hier sind besser ernährt als die Armen. Dem Besitzer mangelt es offenbar an nichts. Anscheinend sind nicht alle Ägypter gleich. Manche sind einfach gleicher als andere. Boah. Das ist widerlich! Kein Wunder, dass Leute krank werden. Wer tut denn sowas? Höchste Zeit, diesen Giftmischer zur Rede zu stellen. Lass ihn seinen eigenen Fraß kosten. Kann ich dir helfen? Das ist mein Haus. Was willst du? Du könntest mir erklären, warum du die Armen vergiftest. Ich schätze, damit du ihr Land bekommst. Viel leichter, wenn sie tot sind. Du meinst sicher die Misere im Armenviertel. Was du auch gehört hast, ich versichere dir, es ist ein Missverständnis. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich habe deine Küche gesehen, Händler. Ich weiß, was du machst. Und ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Oh, ich verstehe. Nun, das ändert die Sache. Du bist unerlaubt eingedrungen und ich habe das Recht, mich zu verteidigen. Männer! Wenn du vernünftig wärst, müsste das alles nicht sein. Wir können uns doch einigen. Na, jetzt auf einmal. Ich will nicht dafür sterben. Haltet ihn auf. Wo ist er? Oh. Wo sind die Männer? Das waren nur dreckige Bettler. Was liegt dir denn an ihnen? Keiner wird sie vermissen. Ist das dein Ernst? Dieser Händler des Todes vergiftete die Armen, um ihr Land zu bekommen. Die einzige Seuche hier war seine Geldgier. Das Fayum wird ihn nicht vermissen. Die Toten finden Ruhe. Keine Verbrennungen mehr. Oh, Quest erledigt. Einmal eben nach einer neuen Klamotte gucken. Brauchst du etwas, Jäger? Ja, hier. Persischer Prinz, die habe ich doch an, oder? Komm bald wieder. Oh. Wie ich sehe, trägst du das Zeichen des alten Siva. Ist das ein echtes Magi-Abzeichen? Wie viel willst du dafür haben? Mhm. Siva ist meine Heimat. Es ist nicht zu verkaufen. Alles hier ist zu verkaufen. Besuche den Markt im Tal östlich von hier. Da gibt es Schätze aus Siva. Nicht die üblichen Fälschungen. Da ist alles echt. Ich sehe mir gerne jeden an, der echte Schätze aus Siva verkauft. Bist du sicher, dass du das Abzeichen nicht verkaufst? Ach, egal. Suche den Stand unter dem Vogelnest. Du wirst mir danken. Ja, das ist... Oh, das ist... noch gut. In der Nähe. Hä? Dämonen in der Wüste. Okay, die suche ich mir jetzt alle hier noch zusammen. Unten ist auch noch eine. Dieser Lump hat die Götter gelästert. Seine Strafe ist eine Buße. Hallo? Sowas geht ja gar nicht. Priester, womit hat der Bursche das verdient? Das geht dich überhaupt nichts an. Tritt zurück. Dieser Novize bekommt nur, was er verdient. Ich diene Sobek. Ich diene Sobek. Ich bin sein Sklave. Junge, was hast du getan? Ich sollte 2 Goldfiguren von Sobek nach Kokidilopolis bringen. Doch mein Schiff sank vor dem Hafen am Leuchtturm. Ich wäre fast ertrunken. Die Figuren gingen unter. Ich habe sie nicht gestohlen. Schweig! Und du, tritt zurück, Sehetti. Hey, droht mir nicht, Neb. Ich bin ein Magi. Wenn der Junge die Wahrheit sagt, finde ich eure Gold-Sobeks.
Wenn er lügt, überlasse ich ihn euch. Macht er mich da dumm an? Ich sehe mir diese große Oktere an. Oktere. Die Götter zu bestehlen, ist die schlimmste Form der Blasphemie. Hört sie an wie die Stimme von Bruce Willis. Okay, ich habe zwei Aufgaben. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Einmal oben, einmal unten. Ach, halt die Klappe, komm her. Verdammte Flamme! Ich brenne. Haben wir hier irgendein Tier drin, was ich befreien kann? Nein. Der letzte Tauchgang hat sich gelohnt. Dieser Goldsobek ist ein Vermögen wert. Und in dem Wrack könnte noch mehr sein. Attacke. Hey, was? Oh, brennt Feuer, 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 Feuer. Scheiße. Mist. Das muss ich reparieren. Verdammt! Scheiße. Eine goldene Sobek-Statue. Sie ist wunderschön. Der Junge sagt die Wahrheit. Und aber den Tauchgang machen? Ein frisches Wrack, das könnte es sein. Eine goldene Sobek-Statue. Wunderschön. Genau wie der Junge gesagt hat. Ich sollte die Gold-Sobeks zu diesem abscheulichen Priester bringen. Ja, aber ich habe es auf jeden Fall geschafft. Schön, 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 schön. Kannst hier hinterher schwimmen. Ja, schwimm da hinterher. Okay, mit dem Speer habe ich jetzt nicht gerechnet. Sobek straft. Ungläubige schnell und hart. Seine vielen Zähne werden die Unwürdigen zerreißen. Dieser wertlose Junge soll euch eine Lehre sein.
Ein Beispiel für alle, die die Götter lästern. Hütet euch! Eidbrecher bekommen immer, was sie verdienen. Niemand steht über Sobeks Gesetz. Auch Priester sind nicht vor Strafe gefeit. Gerechtigkeit wird siegen. Das Beispiel dieses Novizen lehrt euch Gehorsamkeit und Frömmigkeit. Seine Strafe erinnert uns daran, ein gottgefälliges Leben zu führen. Seht in eure Herzen. Wie kann ich denn anonym werden? Bevor die Götter über euch richten. Sobek heilt jene, die an ihn glauben. Doch die Ungläubigen wird seine Strafe ereilen. Seid ehrenhaft. Dann laufe ich einfach mal ein bisschen weiter rum. Sonst teilt ihr das Schicksal dieses Novizen. Reichtum für alle? Es gibt kein Getreide. Sie brennen unsere Höfe nieder und vertreiben uns. Wo sollen wir denn bitte unser Essen herbekommen? Wir wissen, was griechischer Reichtum bedeutet. Hunger in Ägypten. Reichtum für alle, sagen sie. Nun, wo ist er? Bin ich jetzt endlich anonym? Rote Herren! Ja, ich könnte wirklich mal eben zu dem Schmied gehen und mal meine Rüstung einmal überprüfen lassen. Finde ich mal gar keine schlechte Idee. Alles, was mit E ist, habe ich ausgerüstet, oder? So, und einmal da unten die. Dann leb wohl. Ja. Leb wohl. Ist die schlimmste Form der Blasphemie. Ja, bin ich jetzt anonym? Deine Strafe ist groß genug für einen solchen. Geht doch. Lange soll ich denn noch warten, ey? Priester, ich habe eure wertvollen Gold-Sobeks. Euer Novize sagt die Wahrheit. Dieser nichtsnutzige Junge macht nichts als Ärger. Dann bestrafe ich ihn eben wegen seiner Nachlässigkeit. Euer Gewand maskiert nur, wie feige ihr seid! Götter, ich hasse Masken. Diese Sache geht dich nichts an, Zichetti. Kriech zurück in dein Loch in der Wüste. Ich bin ein Magi, du ehrloser Hund. Ich habe die Befehlsgewalt hier, Magi. Deine Befehlsgewalt wurde dir mit der Maske entrissen. Mögest du friedlich in die Duat eingehen. Das war's. Stirb! Haha. Ich schlitze ich auf. Oh, oh, oh. So, ich hab ihn. Ach, da kommen noch mehr. Das war für das dafür, dass er mich Bauer genannt hat, eher. Was soll ich jetzt tun? Der Tempel wird mich nicht akzeptieren. Sobek hat dieses Gold dir überlassen. Kehre zum Tempel zurück oder zu deiner Familie.
Du hast die Wahl. Möge Sobek mit dir sein. Was immer du tust, tu es ehrenvoll. Ägypten braucht Priester, die keine Masken tragen. Ja, so stark maskiert war der Typ ja jetzt nun auch wieder nicht, ne, der andere. Also muss ich den ja jetzt mal ein bisschen in Schutz nehmen? Oh, der Philakis kommt hier. Philakis, oh mein Gott. Endlich habe ich ihn beim Namen genannt. Mir ist immer entfallen, wie der heißt. Gut, wenn er mir entgegenkommen sollte, kann ich ja immer noch davonreiten. Oh, her! Wow. Wow, dieser Hof ist verbrannt, als hätte es Reh persönlich getan. Es ist nichts übrig. Da kommt ein Mann. Er ist bewaffnet. Was sollen wir tun? Ich bin auch bewaffnet. Wir sind nicht in Gefahr. Bleib ruhig. Ich bin Bayek, ein Magi. Ein echter Magi? Kein Philakitai, hoffe ich. Ich bin Zacha. Das war mein Hof. Wer brannte ihn ab? Pack! Die Scheißkerle wollen uns von unserem Land vertreiben. Die hatten Glück, dass ich nicht hier war. Ich hätte meine Felder mit ihren Innereien gedüngt. Ich werde meine griechischen Nachbarn warnen. Sein Hof könnte der nächste sein. Bitte komm mit. Ich folge dir, Zacha. Was? Wir müssen das Land schützen. Nein. Ja. Es ist reich und fruchtbar und wert, dafür zu kämpfen. So wie ich. Der Hof ist nicht weit von hier. Mal sehen, ob du mithalten kannst, Magi. Was führt einen wie dich ins Fayum? Hier kommen sonst nicht viele Reisende lang. Ach komm. Und Magi schon gar nicht. Ich, jage ein paar Mörder. Dann bist du hier richtig. Hier gibt es viel Gesindel. Das Fayum ist nicht mehr die Oase, die es einst war. Wie lange werden hier schon die Höfe niedergebrannt? Seit der junge Ptolemäus regiert. Die meisten Bauern, sie konnten sich nicht wehren und wurden verjagt. Meine Familie gehört zu denen, die kämpfen. Der Widerstand bestimmt unser Leben. Vor lauter Kämpfen habe ich vergessen, mich zu verlieben. Obwohl ich romantisch bin. Mein Vater wollte, dass ich heirate und ihm viele Enkelkinder schenke. Götter! Ich mit einem Haufen schreiender Kinder? Unser Land muss... Ich schätze nicht, dass dein griechischer Nachbar diese Brandstifter beherbergt. Das würde es einfacher machen. Aber nein, das sind definitiv ungebetene Gäste. Bleib hier in Sicherheit. Ich werde diese... Neck, nein! Das wirst du nicht. Du wirst hier in Sicherheit bleiben. Und ich werfe mich ins Schlachtgetümmel. Ha, eine Bauernkriegerin mit Sehnsucht nach der Duat. Schön. Tanzen wir gemeinsam. Was für ein griechischer Landbesitzer. Was? Sie sind... Oh, Totenkopf, Totenkopf. Ich töte dich! Was? Sowas von keine Chance, ey. Scheiße. Ein Schlag und ich bin tot. Okay, ich habe es auf jeden Fall angenommen, aber ich werde mich von der anderen fernhalten. Die anzunehmen. Oh Gott, das kriege ich ja gar nicht hin. Nee. Ich sollte Padiaset von Cetep erzählen. Das wird ihm nicht gefallen. Gefälschtes Siva. Mangelnder Glaube. Warte mal. Wieso ist die Weltkarte? Ah, jetzt ist er verfügbar. Dämonen in der Wüste haben wir dann noch. Ja, mache ich aber nicht. Mache ich definitiv nicht. Gut, man kriegt natürlich für andere Sachen auch Punkte. Indem man diese ganzen Festungen zerstört, indem man diese Adlertürme freischaltet oder sonst was. Aber...
Naja. Gut, Leute, aber ich sage jetzt erstmal tschüss. Bis zum nächsten Mal.